Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer. Beim letzten Mal haben wir Team Galactic aus der Gegend hier verprügelt und haben uns auf dem Weg weiter nach Norden gemacht. Haben die Gegend hier ein wenig erkundet und ja, jetzt schauen wir mal, was wir sonst so machen können. Erstmal haben wir heute Freitag, weshalb dieses Drifloon da ist. Dann schauen wir mal, wohin das randomized wurde zu einem Exploud. Habe ich in der letzten Folge nicht gerade noch davon gesprochen, dass irgendwie alles Exploud geworden ist? Weil jeder ein Exploud hat. Okay, aber dann haben wir hier jetzt ein Exploud, das jede Woche da ist, um damit wir hier Erfahrungspunkte absammeln können oder so. Das hat ihn leider nicht erledigt. Jetzt ist die Frage, ob ich damit... Nein, ich bin damit nicht schneller. Okay. Dann hoffen wir mal, dass er jetzt weniger Schaden macht als die letzte Runde. Tut er nicht. Darf ich nicht vergessen, dass Pokémon immer noch Min-Max-Schaden machen. Manchmal machen sie etwas weniger Schaden als sonst. Und dann machen wir es halt hier mit dem Ruckzuck-Hieb eben schnell zu Ende. Und gut ist. Hatte gehofft, dass wir vielleicht, wenn wir nicht Rache benutzen, schneller sind als Exploud, aber nö. Na gut, dann wissen wir, was das randomized wurde. Das hat sich irgendwie nicht ganz so richtig gelohnt. Ich wollte mal schauen, was es hier zu angeln gibt, glaube ich. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht geschaut. Das können wir dann mal eben machen. Und dann sollen wir uns wirklich weiter nach Norden Richtung Story machen oder so. Und wieder sind alle Flüsse leer. Es gibt keine Pokémon, die man angeln kann. Offensichtlich. Und dann kriege ich wirklich das Gefühl, dass in diesem Spiel die Wahrscheinlichkeit für Pokémon zum Angeln runtergesetzt haben, irgendwie. Das ist schon ein bisschen arg merkwürdig, wie große Probleme wir haben, Pokémon zu fangen. Es ist irgendwas zu finden, das anbeißt. An der Angel. Na komm schon. Irgendwas. Nö, okay. Wirklich ein bisschen komisch. Dann schauen wir mal. Ja, die zwei Patcherberries nehmen wir mit. Geh mal her. Die zwei Rossberries nehmen wir mit. Geh mal her. Dann können wir direkt neue einpflanzen, jeweils eine von jedem. Zack. Und dann können wir die auch direkt noch gießen. Ja, Spray Duck drauf. Die ist glücklich, die Blume. Die nächste Blume ist auch glücklich. Wunderbar. Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht mehr dran vorbeikommen, bis wir irgendwie Fliegen haben oder Surfer, um dann den Fluss lang zu surfen. Aber haben wir es zumindest mal gemacht. Ich glaube, die beiden lasse ich jetzt auch einfach leer, weil ich denke nachher sowieso nicht dran. Aber dann gehen wir mal eben ganz schnell wieder voll heilen und dann machen wir uns auf nach Norden. Hab gehört, da ist so ein Wald, den wir mal untersuchen können oder so. Schauen wir mal, was sich da so finden lässt. In den Tiefen von Sinnoh. Ich wollte nicht in das Haus reinlaufen, Tier. Sieht nicht so intelligent aus. Schleichen wir mal schön durchs Gras durch. Aber gegen dich haben wir schon angetreten. Irgendwo unsichtbare Items zufällig. Ja, da ist ein Protein. Schön, das ist Geld zum Verkaufen. Das ist nicht Geld zum Verkaufen, aber das ist Geld, wenn wir es verkaufen. Komm, red mit mir. Ist ein langer Weg. Jetzt werden wir ja gleich sehen, wie lang der Weg ist. Noel? Noel hat ein Metapod. Wie süß. Das könnte auf jeden Fall eine Weile dauern, da wir ja nur physische Attacken haben mit unserem Yuen. Aber wir kriegen zumindest keinen Schaden. Das wissen wir auf jeden Fall. Und jetzt noch. Sollte mit der nächsten Attacke sich das erledigt haben und dann sind das einfache Erfahrungspunkte gewesen. Zack. Ein Safcon weniger auf der Welt. Und ein Level 15 Yuen. Du möchtest Ruckzuck-Hieb lernen? Nee, brauchst du nicht. Das ist schon gut. Das war auch das einzige Pokémon, das Noel hatte. Okay.
Da unten liegt ein Item, da unten sind Bären. Das ist ein Spinner. Na, wir kommen gleich sowieso da vorne nach unten und dann können wir uns die Items holen. Oh, guck mal, du hast auch ein Kanimani. Wie süß. Den werde ich wohl erstmal ins Gesicht treten. Und gleich mal Yue noch wieder weiter hinten ins Team reinpacken. Wir haben noch so einen Blitz, der irgendwie auch erst Level 14 ist. Wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte. Na, Rock Smash drauf. Und dann war dieses Kanimani mal ein Kanimani. Gibt leider nicht so viele Erfahrungspunkte wie manche andere Pokémon. So, dann tauschen wir hier erstmal. So, jetzt haben wir die ganzen 14er wieder vorne in Front. Da vorne liegt eigentlich immer. Jetzt schauen wir erstmal, was es hier noch so im Gras gibt. Hier gibt es zum Beispiel mehr Shellos. Heute in Pink. Tschüss, Shellos. Wir brauchen dich nicht. Aber trotzdem schön, dich gesehen zu haben. Kehrt in unsere Richtung. Ja! Scheinbar, dass ich ein Schwarzgurt oder so. Wie sie auch immer heißen. Das ist Fan Landon. Oh, wie süß. Mit Paras. Hätten wir doch ein Feuer-Pokémon inzwischen mal gefunden. Da will ich möglichst nur einmal angreifen müssen, weil es ja einen dämlichen Sporneffekt hat. Gut, so viel dazu. Bin sowieso paralysiert. Aber wir wären wahrscheinlich sowieso paralysiert worden, wenn wir normal angegriffen hätten. Nur mit Kreideschrei sollte das jetzt eigentlich recht schnell zu Ende sein. Jo, wunderbar. Sehr schön. Aber Ander wurde auch auf Level 15 gebracht. Da kann er auch wieder direkt wieder hinten in die Party zurück. Kann irgendwer anders für nach vorne, jetzt wo er paralysiert ist, hätte ich das wahrscheinlich sowieso getan. Einmal tauschen gegen Jack. Muss Jack jetzt die ganze nächste Arbeit machen. Okay. Da ist ein Text drauf. Blablabla. Nichts Interessantes. Okay. Dieses Mal versuchen wir es mal nicht wegzuschmeißen. Splashplate. Geben. Ja, gegen die Quickclaw austauschen. Jetzt haben wir tatsächlich auch etwas, das unseren Wasserschaden erhöht. Das wollte ich, glaube ich, schon mal getan haben. Oder ist nur sowas in der Art. Okay. Auch ein Spinner. Möchte tatsächlich auch gegen uns antreten. Rockaleo. Och, wie süß. Wie unglaublich niedlich. Da habe ich jetzt auch richtig Angst vor. Oh. Steckt mehr Eier, als ich dachte. Na, welcher Typ ist dein Hidden Power? Etwas nicht sehr Effektives. Ich überlege gerade, was das alles sein könnte. Pflanzentyp vielleicht. Wer weiß, gibt es einiges, das nicht sehr effektiv sein sollte. Ach, das hat ihn leider nicht umgeschlagen. Aber da sein Hidden Power sowieso so wenig Schaden macht, ist es halb so wild. Boah, super, unsere Flinklau hat sich aktiviert, wo sowieso schneller waren. Die Animation ist total notwendig. Wenn man sowieso schneller ist. Du hattest ein Inkognito. Was hast du erwartet? Dass du uns besiegst? Ja, Schutz ist total nützlich, wenn man es denn dabei hat. Du heilst uns voll, das ist sehr schön. Wenn wir mal im Bett schlafen können bei irgendwelchen Leuten. Mache ich ja auch ständig. Was haben wir hier? Ein Sonnenstein. Ja, falls wir mal Myrapla finden. Kann man es mal benutzen. Scheint sich genau in dem Moment zu unserem Gericht zu haben, wo ich sowieso mit ihr reden wollte. Weshalb wir nochmal das Ausrufezeichen gekriegt haben. Jimmy. Okay, das sollte keine Schwierigkeit für Jack sein. Solange er jetzt nicht drankommt und Psystrahl einsetzen kann. Okay, er hat Psystrahl schon auf Level 12. Das ist gefährlich. Na, wir sollten davon noch einen überleben. Und wir sollten ihn in noch einem Rankenhieb besiegt haben, von daher, ja, sollte es so eben ausreichen. Ja, Flicklaw hat sich aktiviert, wo wir sowieso schneller sind.
Hier total notwendige Animation. Das sollte dann jetzt, glaube ich, auch ein Level 15. Ja, das ist auf jeden Fall ein Level 15, Jack. Sehr schön. Du möchtest Takedown lernen. Ja, statt Tackle. Kriegen wir zwar Rückstoßschaden mit, aber wir werden sowieso hauptsächlich unsere Pflanzenattacken benutzen und dann einen etwas stärkeren Move zu haben, kann ich schaden. Und guck mal, Herz, ein Pflanzen-Pokémon hätten wir doch. Ich könnte so weitermachen. Ich hätte gerne ein Magma gehabt. Ja, jetzt kümmert sich Floppy erstmal darum. Schließlich ist Satzen ja auch immer noch Teil Gift. Weil sie in der ersten Generation nicht wirklich die Ahnung hatten, was sie mit Pflanzen-Pokémon machen sollen, außer einen Gift-Typ dran zu packen. In erster Linie. Na, oh, das hat ordentlich Erfahrungspunkte von unser Floppy gebracht. Ist schockiert. Wie konnten sie ihn nur verlieren? Ja, ich weiß es nicht. Und was ist das hier? Lucky Egg? Nee, ein Calcium. Oh, noch mehr Items zum Verkaufen. Gibt es hier vielleicht Pokémon, die ich angeln kann? Nein. Gut, dann eben nicht. Packen wir mal eben eine Potion auf Jack drauf. Ich weiß, dass die nicht nötig war, aber ich wollte trotzdem draufsetzen. Nehmen wir hier noch die Beeren mit. Und die Giftbeere. Hübsch, springen da wieder runter. Jetzt können wir den ganzen Weg hier wieder rauflaufen. Okay, ich habe den Trank wirklich nicht gebraucht. Aber damit kann man ja nicht rechnen, dass man überhaupt keine Pokémon mehr trifft. Na gut. Dann kommen wir da wieder raus. Hier geht's in den Eternawald. Wo geht's hier oben hin? Zu den Schneiderbäumen, wo ich nicht dran vorbeikomme. Aktuell immer ärgerlich, plötzlich vor Zerschneiderbäumen zu stehen. Und hier kommen wir auch noch nicht weiter, also müssen wir dann wohl in den Wald und können uns dann erstmal noch mit dem hier anlegen. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder nicht? Okay, ist kein Trainer. Dann halt nicht. Wer bist du? Sie hat uns gesehen. Das ist Cheryl. Okay. Ja, mein Name ist Tia. Und du freust dich, uns kennenzulernen. Ich werde gleich sehen, ob ich mich freue, dich kennenzulernen. Na, du willst durch den Wald durchkommen? Traust dich nicht alleine. Ich kann dich natürlich gerne mitnehmen. Das sollte nicht so schwierig sein. Ja, jetzt habe ich Cheryl dabei, die zwischen jedem Kampf unsere Pokémon vollheilen wird. Das ist sehr nett. Sehr, sehr nett von ihr. Du suchst Käfer-Pokémon. Ja, viel Spaß dabei. Ein Flameblade. Auch da ist ein Text drauf. Wie schön. Hätten wir doch nur ein Feuertyp-Pokémon. Dann könnten wir damit auch was anfangen. Ja, solange wir Cheryl dabei haben, werden jetzt alle unsere Kämpfe zwei gegen zwei Kämpfe sein. Mit einem Pokémon, das wir nicht kontrollieren können. Hier gibt's wilde Fluffies drin. Wie schön. Und sie hat einen Cherim. Okay, das ist in Ordnung, schätze ich. Hier auf jeden Fall den Stein, den wir brauchen, um Evoli in, wie heißt es im Deutschen, Folipurba zu entwickeln. Den Grastyp. Den haben wir hier im Eternawald. So ein schöner Name. Ja, ihr. Jetzt haben wir hier hauptsächlich die ganzen Teamkämpfe. Gymnast Jimmy und Scrap Marshall. Wir haben Porygon 2 und Lavados. Gut, dass das Lavados nur Stufe 11 ist. Sonst wäre es noch gefährlich geworden. Nicht zu sagen, dass es nicht immer noch gefährlich werden könnte. Ach, gute Arbeit, Cheryl. Setz Helping Hand ein. Das macht tatsächlich sogar Sinn. Im Original hat sie, glaube ich, ein Scharnierer, das in der Regel nicht besonders nützlich ist. Das hat in der Regel viel Unfug macht. Und von daher ist ein Cheryl, das Helping Hand einsetzt, auch gar nicht schlecht. Und jetzt mal nochmal Donnerschock drauf einkriegen. Nochmal die Helping Hand dafür. Sehr wundervoll von dir. Und wir zwei setzt Conversion ein. Ist jetzt ein Psychic Type. Okay. Ich wollte ihn eigentlich low kicken, von daher ist das ein bisschen doof. Na gut, das Lava, das ist zumindest schon mal erledigt. Ich habe Blitz auf Level 15 gebracht. Und jetzt kriegt sie einen Arcani. Okay. Das gefällt mir nicht besonders. Aber was wollen wir machen?
Wir kriegen auf jeden Fall ganz viele Helping Hands. Und jetzt kriegen wir noch einen Psystrahl ab. Aber glücklicherweise ist ihr Pokémon ja Stufe 20. Das hält also einiges aus. Na guck mal, Firefang, eine sinnvolle Feuerattacke für Feuer-Pokémon mit hohen physischen Angriffen. Und jetzt haben wir nämlich ein Problem. Jetzt haben wir nämlich keinen Partner mehr dabei. Also nur ein Pokémon hat. Jetzt wird es nämlich kompliziert. Deshalb wünschte ich, sie hätte etwas Besseres als ein Cherrim. Aber ja, würden wir machen. Na, schauen wir mal, wie viel Schaden Donnerschock eigentlich macht. Dieses Pokémon 2 ist immer noch ein Psycho-Pokémon aktuell. Da wird Low-Kick also nicht besonders viel helfen. Schön, Firefang ist daneben gegangen. Aber Pokémon 2 setzt sowieso nur Agilität ein. Ist also sowieso nur geringfügig gefährlich im Moment. Wenn es einfach nur seine Geschwindigkeit erhöht. Und Blitzer Level 16 erreicht. Er wird durch den Kampf noch enorm höher kommen als alle anderen. Ich möchte gerne Swift lernen. Es kann nicht schaden, Attacken zu haben, die daneben gehen. Und da hast du auch noch ein Lucario. Hätten wir doch nur einen Feuertyp. Der wäre jetzt auch hilfreich. Okay, Force Palm. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Er ist dadurch nicht paralysiert worden. Unschön. Okay, wir nehmen den Psystrahl ab und das wird es wohl gewesen sein mit Blitz. Ja, okay. Ja, was machen wir am dümmsten? Machen wir erstmal Yuen für raus. Auch wenn der Psystrahl gleich wehtun wird. Oh, und zwar ordentlich wehtut. Natürlich hat er uns verwirrt. Okay, Lucario ist auch noch schneller als wir. Und jetzt werden wir uns selber verletzen. Oh, wir haben uns nicht selber verletzt. Ich bin zutiefst überrascht. Also Lucario ist erledigt. Das ist gut. Das ist hervorragend. Nein, ich will nicht angreifen. Ich will tauschen. Er sitzt bestimmt wieder Psystrahl ein. Also holen wir unser Unlicht-Pokémon raus. Dann kann er gerne Psystrahl einsetzen, wie er will. Ja, wunderbar. Habe ich genau hervorgesehen. Und dann können wir jetzt mit Finte ordentlich Schaden machen. Da er aktuell immer noch Psycho-Pokémon sein sollte. Zack. Das ist sehr effektiv. Sehr schön. Dann direkt nochmal hinterher. Leider erhöht er die ganze Zeit seine physische Verteidigung jetzt, nachdem er seine Geschwindigkeit auf Max gesetzt hat. Und das ist jetzt... Oh. Schamma hatte auch keine Attacke, mit der er uns Schaden machen kann, sonst würde er die bestimmt einsetzen. Also spammen wir jetzt so lange Finte, bis er umfällt. Okay, wir spammen nicht so lange, finden sie, bis er umfällt. Jetzt machen wir einmal einen Ruckzuckhieb drauf und dann ist er auch K.O. Ich sehe, dass die, ich sehe schon voraus, dass die Kämpfe hier alle sehr lange dauern werden, weil das Cherrim die ganze Zeit umfallen wird. Aber wir werden jedes Mal wieder voll geheilt, also es ist halb so wild. Kann Drake mal nach vorne, kann Floppy mal weiter nach vorne, dann haben wir das auch schon wieder ein bisschen umsortiert. Smokeball können wir jeden Kampf mit Sicherheit raus fliehen. Können wir da aber aktuell nichts Besseres haben, eigentlich an Floppy geben. Ich wollte es an Floppy geben, danke. Er trägt ja aktuell sonst nichts. Noch einen Schritt ins Gras gemacht, sofort ein Encounter. Was sind das? Mehr Fluffies? Nein. Okay, hier gibt es auch wilde Simsalas. Und wilde Machoks. Das ist nicht schlecht. So ein Simsalat zu haben, hätte schon was. Aber mit einem zweiten Charakter dabei, der von selbst angreift, wilde Pokémon zu fangen, ist etwas schwierig. Wir können es trotzdem mal versuchen. Weil wir Simsalat scheinbar auch teleportert. Könnte schwieriger werden, die zu fangen. Vor allem solange wir zu zweit sind. Oh, das hat deutlich weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Und wir können natürlich nicht entkommen. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Und genau deshalb ist es nicht unbedingt die beste Idee, mit einem Partner gemeinsam Pokémon fangen zu wollen. Komm, ich... Ich darf nicht abhauen. Natürlich sind wir jetzt auch verwirrt. So wie ich das gehört. Also besiegt zumindest das Simsalat.
Natürlich besiegt sie nicht das Simsalas, hätte ja auch viel zu viel Sinn gemacht. Ja, Drake ist auf Level 15. Möchte Scary Face lernen? Nein, danke. Na gut, dann versuchen wir das, Simsalas doch mal eben zu fangen. Wenn es schon auf so wenigen HP ist. Nope, hat natürlich nicht funktioniert. Dann kriegen wir jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte dafür. Wie gesagt, mit einer KI zu versuchen, Pokémon zu fangen, ist nicht so einfach. Von daher warten wir mal darauf, dass wir durch den Wald können, ohne dass wir eine KI an der Seite kleben haben. Nein, ich brauche mich ja nicht heilen. Wie praktisch. Ja, wir trainieren ein Pokémon, bla bla bla. Irgendwas total Wichtiges bestimmt. Das ist Vorschüler Veronica. Vorschüler Veronica hat ein Shellock. Ja. Da, also Wasserattacken hier nicht viel helfen werden. Ja, was wir mit Rage versuchen. Vielleicht kriegen wir ein paar Rages aufgeladen. Um ordentlich Schaden zu machen, wer weiß. Man kann es ja mal versuchen. Vor allem, wenn er weiter Watergun einsetzt. Das machen die nicht besonders. Natürlich Kritiker. Sollte eigentlich nicht besonders viel Schaden machen. Na komm schon. Natürlich ist er jetzt geflincht. Dann dauert mir das jetzt effektiv zu lange. Holen wir Blitz für raus. Go, go, Blitz. Versuchen wir es eben auf die Weise. Nehmen immer noch ordentlich Schaden dadurch. Ja, Donnerschock hilft auf jeden Fall mehr als Rage das getan hat. Und nochmal. Und dann sollte das nächste Runde erledigt sein. Vor allem jetzt war noch. Natürlich hat die Paralyse nicht getriggert. Das wäre auch zu einfach. Okay, ich werde die. Ich werde den Ruckzuckieb jetzt nicht riskieren. Geht auch so. Bye bye. So. Mir ist es irgendwie lieber, die Single Encounter zu machen, als mich auf die KI zu verlassen und dann 2 gegen 1 hauptsächlich zu kämpfen, weil ihr Sheriff schon nicht drauf geht. Müsst ihr mir Magmas auch noch vorhalten? Muss das sein, ja? Das muss doch nicht sein. Alle haben Magma, nur ich nicht. Ja, schon frech, das Spiel. Da ist unsere Genauigkeit runter. Nicht so schön. Natürlich ist Aquakanne auch direkt daneben gegangen. Wenn ich einmal die Genauigkeit verringert bekommen. Sofort blind. Unmöglich was zu sehen. Da setzt der Finte ein. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Natürlich ist Aquakanne auch wieder daneben gegangen. Wie gesagt, einmal Genauigkeit verringert. Sofort blind. Komm schon. Jetzt erledigen ihn aber auch. Sehr gut. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Drake. Und Level 17. Und dann haben wir Mark besiegt. Und können jetzt mal im Gras hier mal schauen, was da unten an Items rumliegt. Außerdem finden wir noch ein Marshmallow und ein Floatzel. Okay. Wir finden all diese Pokémon, die wir nicht brauchen, weil wir schon Wasser-Pokémon haben. Hauptsächlich. So viele Wasser-Pokémon schon gefunden. Aber Wasser ist ja auch der, glaube ich, der häufigste Typ. Also es sollte es nicht so sehr verwundern, dass man davon ständig welche findet. Und darf ich bitte. Ich möchte nicht in diesen elendig langen Kämpfen mit Maschomais rumhängen. Danke. Muss doch nicht sein. Okay, Max-Schutz. Falls wir ihn irgendwann mal benutzen wollen. Falls wir mal keinen Encounter haben wollen. Scheinbar geht es ja auch Knuddelufs. Ich hätte trotzdem noch gerne das Simsala. Aber da ich ja schon gesehen habe, dass sie wegzulaufen nicht immer ganz so einfach ist, wenn wir Drake dabei haben, versuchen wir mal. Natürlich werden wir sofort verwirrt von der ersten Attacke. Und natürlich verletzen wir uns auch selber. Und dann werden wir noch. Nein, wir werden nicht eingeschläfert. Das wird Charam eingeschläfert. Super, jetzt ist es noch nutzloser, als es sowieso schon ist, weil er jetzt auch noch schläft. Gut, dann gehen wir halt.
Meine Güte. Dann werden wir mal ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Mit einfachen Bissen gegen Simsalas. Und dann wird man sofort verwirrt und Kollege und eigene Schläfer ist und alles geht den Bach runter. Na, dann versuchen wir mal, unser nächstes Level gegen diesen Trainer zu bekommen. Natürlich sind wir geflincht. Warum ist es so, dass es bei Bots immer einfacher funktioniert, die Effekte zu kriegen als bei uns selbst? Und nein, der hat uns identifiziert, der kann uns jetzt mit Attacken treffen, die uns vorher nicht hätten treffen können, wie... all diesen Attacken. Nein, der hat Nachtnebel. Das macht Fixschaden. Wie gefährlich. Fixschadenattacken sind so nutzlos. Ich meine, Sobiris ist auch nutzlos, aber da kann es selber nicht für. Gegen das Blaziken setzen wir mal besser Floppy ein. Ich meine, Drake könnte das auch machen, aber der ist schon Level 18. Hat also jetzt ordentlichen Vorsprung und Floppy hat Psystrahl, also sollte er das auch gut erledigen können. Na, sogar fast one-shotted. Wir setzen Focus Energy ein, also nichts Wichtiges. Dann können wir noch zu Tode tackeln. Tackle! Wer schon durch Download unseren physischen Angriff erhöht haben, kann man das ja ausnutzen. Und auf halbem Weg zu Level 17. Aua, 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 aua. Und vor allem entwickelt sich jetzt Drake. Yay! Na endlich, das wurde ja auch Zeit. Ja, jetzt haben wir einen Croconaw. Hurra! Das ist doch schon viel besser, als nur einen Kanimani zu haben. Schauen wir, was du hast, Marilyn. Marilyn hat einen Lucario. Und ich habe wieder Drake nicht ausgewechselt, das sollte ich mal tun. Ja, tun wir doch auch direkt. Was nutzen wir am besten? Holen wir Ewan raus. Ewan! Verprügelt mal dieses Lucario da vorne. Natürlich kriegt er auch die Paralyse raus. Hab ich schon mal gesagt, dass Gegner irgendwie extrem gut darin sind. Okay, er hat Konter eingesetzt. Jetzt setzt er Detect ein. Er ist unglaublich darauf, besteht unglaublich darauf, ja, zu überleben. Meine Güte. Was ein Kampf. Und er hat wieder Konter eingesetzt. Hoffentlich ist er einfach erledigt. Er ist einfach erledigt. Gut. Eine der wenigen Attacken, die nach Rache überhaupt noch dran sind. Und das ist ein Latios. Okay. Das ist ein Latios. Ich mag es immer enorm, in Latios und Latias reinzulaufen. Die haben so gute Stats. Vor allem, wir keine Eis-Pokémon dabei haben. Eigentlich sollte das mit Unlicht immer noch gut genug. Oh nein, Heal-Block. Wie gefährlich. Ne? Aber unsere Unlicht-Attacken sollten ja auch gut ausreichen. Und erledigt. Ist immer schön, wenn man die Randomizer so einstellt, dass die Trainer alle nach Typen sortiert Pokémon haben und man dann in Drachentrainer reinläuft, die einem dann ein Latios und ein Latias und, weiß nicht, Dragoran entgegenschmeißen. Das ist immer besonders angenehm. Und natürlich setzt er uns noch mehr Käfer-Pokémon entgegen. Denn wir können es nicht haben, dass ich nicht in jedem einzelnen Kampf daran erinnert werde, dass ich gerne ein Feuer-Pokémon hätte. Das wäre zu einfach. Cricket wird einen der besten Schreie überhaupt. Hat auch einen der besten Bärte in ganz Pokémon. Ist majestätisch, der Bart. Wir sollten hoffen, dass er mit Fury Cutter nicht allzu viel tun kann. Kann er auch nicht, weil er erstmal Geduld einsetzt. Noch ein Donnerschock drauf. Und dann können wir jetzt mit dem Ruckzuckhieb seine Geduld umgehen. Und das hat sich total gelohnt, dass du Geduld eingesetzt hast. Genau deshalb setzt man Geduld nicht ein. Das ist eine nutzlose Attacke. Und dann haben wir auch Marilyn besiegt. Und sind wieder voll geheilt. Danke.
Danke, Cheryl, fürs Vollheilen. Ich habe da vorne ein Item gesehen. Ach, der Wald ist wirklich groß. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns noch an das Item hier ran. Für eine Mystic Water. Das müsste besser sein als die Splash Plate. Ich weiß, dass die verschiedenen Items für Verstärkung von Typattacken unterschiedlich viele Prozente geben. Ich meine, das Mystic Water wäre besser als die Splash Plate. Von daher geben wir es ihm mal. Und dann finden wir die Floatzel-Brüder. Floatzel und Floatzel. Und da die beiden Level 10 sind, kommen wir bestimmt nicht aus dem Kampf raus. Meine Güte. Können wir nicht einfach weglaufen? Das sind nur zwei Level 10 Floatzels. Die tun doch nichts. Außer uns noch mehr Erfahrungspunkte zu geben. Gute Arbeit, Sharon. Mach dich mal für was nützlich. Wenn man mal in wilde Wasser-Pokémon reinläuft und man eine Pflanzen-KI dabei hat, kann die mal nützlich sein. Gute Arbeit, Sharon. Danke dafür. Ich wollte die Erfahrungspunkte nicht unbedingt haben, aber jetzt haben wir sie. Außerdem muss ich dringend Drake aus der Vorderfront rausholen, der enteilt hier in den Leveln. Und dann packen wir direkt Jack nach vorne. Und können dafür Yul hier hinpacken. Damit ist unser Team auch schon wieder sortiert. So, und da wir es jetzt zumindest eine Weile in den Wald hineingeschafft haben, wir aber immer noch einige Kämpfe, glaube ich, vor uns haben und das eine ganze Weile dauern wird und wir schon relativ weit in der Folge drin sind, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder und versuchen durch den Wald durchzukommen und vermutlich dann die nächste Stadt zu erkunden und vielleicht noch hierhin wieder zurückgehen und Pokémon zu fangen oder so. Mal schauen, was passiert. Bis dahin, Aloha!